Liebe Waage, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein November gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig, was ist ausschlaggebend, aber auch, was wäre am besten außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos. In der Infobox, drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Waage im November, bitte. Der Zirkus beginnt von vorne. Traumatische Erlebnisse können gelöst, losgelassen werden. Im Zwischenmenschlichen gibt es sehr viele Happy Moments. Doch den ganzen November hindurch bist du doch recht nachdenklich. Du strebst nach Veränderung, liebe Waage. Veränderung wirst du bekommen dürfen, doch erst Anfang nächsten Jahres, zwischen Februar und März. Ja, die zwei Themenkarten, die du bekommen hast, liebe Waage, sehr, sehr gegensätzlich. Das Streben nach Antworten und das Gift, das ausgesprochen wurde, ausgesprochen wird, gespürt wird. Dein inneres Licht, liebe Waage, strahlt hell. Kannst du es sehen? Kannst du es spüren, wie es dich wärmt? Bist du bereit, es aus dir heraus leuchten zu lassen? Im November ist es gut möglich, dass du dich okkulten Dingen, hoffentlich nicht, oder aber auch deiner Spiritualität und den Zusammenhängen der universellen Gesetze widmest. Das Streben nach Veränderung, sie sagen, gerade aus diesem Grund heraus widmest du dich diesen mystischen Themen. Antike Kulturen für dich hochinteressant. Mythen, Geschichten, Überlieferungen. Du wirst selbst Sherlock Holmes sein. Du machst dich bereit auf eine Reise der Entdeckungen. Du möchtest mit einem ganz bestimmten Thema abschließen, sagen sie wieder. Ja, ja, das ist die Veränderung, die du möchtest. Du musst dich noch ein paar Monate gedulden, liebe Waage. Die Veränderung kommt, doch es scheint, du musst erst noch etwas entdecken. Sie sagen, etwas muss neu entdeckt werden. Für viele die Maya-Hochkultur ausschlaggebend. Und deine eigene Herkunft. Es wird ein interessantes Reading, liebe Waage. Vor allem dann, wenn du dich mit einem Vaterthema beschäftigst oder dich auf die Spuren deines eigenen Vaters begibst und dich selbst in deinem Vater wiedererkennst und deinen Vater in dir. Das ist der Startschuss, liebe Waage. Auf dass du von deinem Hier und Jetzt, deine Vergangenheit bis zur Maya-Hochkultur forschst.
Schauen wir uns deine Hauptenergie an, die dir im November zur Verfügung steht. Die Hauptenergie für die Waage im November. Irgendetwas, wie kann ich dir sagen, wo du nicht klar siehst, wo du noch nicht dahinter gekommen bist, was aber gar nicht mal bewusst wahrgenommen wird oder bis dato bewusst wahrgenommen worden ist. Etwas, was im Verborgenen ist, kommt zum Vorschein. Du bist hier in deiner ureigenen Kraft. Du bist im November dabei, all die Bausteine anzuerkennen, die du in deinem Leben gesammelt hast, geschichtet hast, umgeschichtet hast. Und du schaust dir dein Kunstwerkleben an, liebe Waage. Selbstverständlich kannst du die Bausteine deines eigenen Lebens aus der Vergangenheit nicht mehr verändern. Doch du kannst dir anschauen, ob die Bauweise bis dato für dich die richtige war. Ansonsten kannst du jederzeit, in jedem Moment deines Lebens, von vorne beginnen. Sie sagen, für dich wird es ein sehr spannender Monat mit vielen, vielen Momenten der Entdeckungen, abenteuerlich, Grenzenabbau. Sie sagen, du bist das Sternzeichen unter allen, bei denen der November es leicht meint. Denn der November ist für alle 12, bis auf dich, 11 Sternkreiszeichen sehr intensiv. Doch du, liebe Waage, navigierst da am besten durch. Im November wirst du auch sehr viel zwischenmenschlichen Halt und Komfort wahrnehmen. Du wirst unterstützt, dir wird unter die Arme gegriffen, dir wird geholfen. Die Frage ist, liebe Waage, bist du bereit, nach Hilfe zu fragen, geschweige denn Hilfe anzunehmen? Gut möglich, dass bei einigen Wagen kurzweilen das Internet aussetzt. Ihr nicht mehr verbunden seid über das Wi-Fi, was auch immer. Wow. Oder aber auch die Wagen, die online arbeiten, total umswitchen und das Online-Dasein ad acta legen. Wer Internetprobleme hat, aus welchen Gründen auch immer, es kann bis zu 5 Tagen dauern. Um den 10. November herum wirst du eine Gewohnheit, irgendein Habit von dir loslassen. Ein Thema geht zu Ende, auf das du ab dem 11. November konkreter, bewusster von vorne beginnen kannst. Eine neue Ausrichtung.
Liebe Waage, es wird dich gut möglich beschäftigen, dass du von irgendjemandem entweder eine für dich nicht ganz passende Nachricht erhältst oder gar keine Nachricht erhältst. Das dockt an das Thema des sich nicht anerkannt fühlens, des sich nicht respektiert fühlens. Dort fließt das Vaterthema ein, dort fließt das Giftthema ein, des Traumatas. Wisse, dass unsere Gefühle alles bestimmen, nicht die Events. Doch in all den Jahren hast du gelernt, damit umzugehen. Und du sagst, jetzt ist die Zeit, wo ich heute ich bin, der ich heute bin und nicht mehr der oder die ich vor XY Wochen, Monaten oder gar Jahren war. Es geht hier darum, dass du das, wie kann ich dir sagen, wahrnimmst. Und in dem Moment, in dem du das wahrnimmst und sagst, heute beschließe ich ganz zu sein, beschließe ich, dass meine Heilung abgeschlossen ist, kannst du Frieden schließen mit dir in der Vergangenheit. Integration. Für die Wagen, die zwei Geschwister haben. Es gibt ein Thema, finanzielles, materielles, das gelöst wird. Gut möglich, dass ein Erdzeichen aus deiner Vergangenheit, richtig, richtig zurückliegenden Vergangenheit, Kindertagen. Dir etwas zukommen lässt, was dir gehört. Es wurde über 4 Jahrzehnte vielleicht zurückgehalten, gehortet oder gar ist es eventuell in Vergessenheit geraten. Doch du bekommst es überreicht und auch dann, wenn du es bei dir hast, wird dir bewusst, dass es eigentlich nie wirklich gefehlt hat, sondern nur deine Emotion ist dir, ja, als Lücke aufgewiesen hat. Wisse, dass deine Ersparnisse, Investitionen Früchte tragen werden. Und für diejenigen, die zwischen zwei Menschen stehen in der Liebe,
So viele Zweifel. So viel Angst davor, dass man gegen dich spricht, dass du in aller Munde bist, weil du nicht der Norm entsprichst und weil du den Mut hast, gewisse Dinge anders zu machen. Du reagierst mit Rückzug, du reagierst mit ich lasse alles los und steckst den Sand in den Kopf. So nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Denk an das Gift, das Trauma, und das große Ganze in dir. Wir machen weiter im Extended, liebe Waage. Ich warte dort auf dich. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Ciao.